Pfoten vom Tisch. Von Hape Kerkeling. Hape Kerkeling hat mit Ich bin dann mal weg und Der Junge muss an die frische Luft Millionen Menschen begeistert und berührt. Sein neues Buch ist eine Liebeserklärung an Katzen und ihre magischen Fähigkeiten. Schon sein halbes Leben hat Hape mit Samtpfoten geteilt. Mit 8 wollten ihm seine Großeltern ein Haustier schenken. Eigentlich einen Hund, aber in der Verwandtschaft gab es einen Wurf Sommerkätzchen. Und so fuhr man ins Münsterland, wo Hans-Peter sich auf Tante Elfriedes Bauernhof für den frechsten kleinen Kater weit und breit entschied und ihn auf den Namen Peterle taufte. Fast 20 Jahre war Hape karrierebedingt ohne eigene Katzen, bis er die beiden jungen Kater Samson und Spock aus einem Messi-Haushalt befreite und bei sich aufnahm. Später kam Anne, die eines Tages vor der Terrassentür in Italien saß und nach 8 Jahren auch genauso plötzlich verschwand, wie sie aufgetaucht war. Dann wurde Bolly zur neuen Gefährtin. Der jüngste Neuzugang ist schwarz-weiß, quirlig und verspielt und heißt Kitty. Hape ist mit seinen Katzen gereist und er hat sie gepflegt, wenn es ihnen nicht gut ging. Er hat sich über ihre lustigen Streiche gefreut und sie als Lehrmeisterinnen in Geduld erlebt. Sie haben ihn inspiriert, wenn er an seinen Sketchen oder Büchern arbeitete und ihm immer wieder gezeigt. Die Zuwendung, Aufmerksamkeit und Treue, die man den Fellnasen entgegenbringt, geben sie 100-fach zurück. Doch die wichtigste Lektion, die wir von Stubentigern lernen können, ist vermutlich die: immer im Moment zu leben. Pfoten vom Tisch von Hape Kerkeling. Jetzt erhältlich bei Hugendubel.